Hi, ich bin Simon und ich melde mich mal wieder aus meinem heimischen Kinderzimmer. Wie ihr seht, es sieht ein bisschen anders aus als letztes Mal. Liegt daran, dass ich schon so ziemlich fast alles gemacht habe, was man in diesem Zimmer machen kann. Ich habe eine Wand gestrichen, ich habe meine Möbel umgestellt, ich habe Pokémon durchgespielt und am liebsten würde ich jetzt endlich mal wieder rausgehen. Dennoch bin ich der Meinung, dass die Corona-Krise auch neben allen Einschränkungen, Entbehrungen, wirtschaftlichen Folgen und vor allem verlorenem Menschenleben auch wirklich gute Seiten hat, die wir nach der Krise aufrechterhalten sollten. Und die habe ich jetzt mal in einem Ranking zusammengefasst. Viel Spaß! Für Platz 5 meines Rankings muss ich einmal zu meiner Linken greifen. Denn egal ob Risiko, ein einfaches Puzzle oder gar Monopoly, an vielen Esstischen geht's momentan hoch her. Doch wie ihr wisst, hört bei vielen die Freundschaft oder sogar der Familienstand am Spielfeldrand auf. Damit können manche besser umgehen, manche weniger gut, wie das Internet zeigt. Dennoch geht's an vielen Orten natürlich deutlich gesitterter zu. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass uns Generation Smartphone gute, alte, analoge Spiele auch mal gut tun und vor allem machen sie echt Spaß. Deshalb mein Platz 5 im Ranking, gemeinsame Spieleabende mit der Familie. Neben den guten alten analogen Brettspielen finden auch immer mehr digitale und technische Tools Einzug in unser momentanes Leben. Denn gerade die Corona-Krise zeigt deutlich auf, dass wir in Deutschland noch wirklich Handlungsbedarf haben im digitalen Sektor. Beispielsweise müssen wir unser Schulsystem endlich fit machen fürs 21. Jahrhundert. Egal ob Schülercloud, Moodle, digitale Vorlesung, an vielen Stellen hakt's noch gewaltig. Hallo, Jack Hall. Hold on a second. Is this financial? No. No, it's not financial. No. Dennoch, ich bin der Meinung, dass die aktuelle Corona-Krise ein wirklicher Booster für die Digitalisierung in Deutschland ist. Sei es im Bildungsbereich, aber sei es auch in der Wirtschaft. Ich habe endlich mal das Gefühl, dass viele Kollegen auch mal langsam verstehen, dass nicht alles ein Meeting sein muss, sondern dass man auch vielleicht ein Meeting in Form eines Telefonats oder sogar einer E-Mail stattfinden lassen kann. Von dem her Platz 4 dafür, dass noch mehr digitale Inhalte Einzug in unser Leben finden. Wie schon am Anfang des Videos thematisiert, habe ich seit dem Social Distancing allerhand Sachen gemacht. Ich habe Wände gestrichen, Möbel umgestellt, Pokémon durchgespielt und ganz ehrlich, das hat schon auch echt Spaß gemacht. Und gleichzeitig bekomme ich noch meine To-Do-Liste abgehakt. Deshalb Platz 3 meiner Liste, einfach mal Zeit für Dinge nehmen, für die man sonst keine Zeit hat. Viele von uns versuchen sich auch gerade als Sternekoch. Mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, wie das Netz zeigt. Okay, something good happens, we're gonna have it on video. Wenige Autos auf den Straßen, kaum noch Flugzeuge in der Luft, dafür viele Radfahrer und Spaziergänger auf den Wegen. Man kann förmlich spüren, wie Flora und Fauna die Zeit nutzen, um sich zu erholen. Wo momentan normalerweise Hochbetrieb herrscht, ist jetzt gehende Leere angesagt. Und der Natur, der gefällt's. Egal ob Löwen im Kruger Nationalpark in Südafrika, die auf der Straße ein Schläfchen halten, oder die steigenden Populationen von Salamandern und Kröten. Die Natur schnauft durch. Und deshalb auf Platz 2 meiner Liste, wir sollten nach der Corona-Krise auch auf jeden Fall weitermachen, unsere Natur noch besser zu schützen. Auf Platz 1 meiner Liste und damit als wichtigstes Thema, was wir auch nach der Corona-Krise aufrechterhalten sollten, ist meiner Meinung nach die Wertschätzung gegenüber Pflegekräften, aber auch Polizisten, Verkäufern und all jenen den Menschen, die momentan unser Land am Laufen halten und sicher durch die Krise steuern. Und ganz ehrlich, die Menschen in Pflegeberufen hatten es schon lange vor Corona wirklich schwer. Sei es der Personalnotstand, sei es einfach, dass diese Tätigkeit wirklich physisch und psychisch sehr anstrengend ist, sei es der Zeitdruck, den sie jeden Tag haben. Und Corona zeigt uns wirklich gerade, dass dieser Beruf so wichtig ist, dass es ohne ihn einfach nicht funktioniert. Und deshalb freue ich mich momentan auch, dass sie die Wertschätzung bekommen, die sie verdienen. Das ist ein guter Anfang, aber da muss noch deutlich mehr passieren. Und das müssen wir auch nach der Corona-Krise beibehalten. Das war meine persönliche Top 5 an Dingen, die wir nach der Corona-Krise aufrechterhalten sollten. Schreib uns doch gerne mal in die Kommentare unter dem Livestream, was wir deiner Meinung nach aufrechterhalten sollten. Für mich gibt es bloß noch 2 Sachen zu sagen. Erstens Abstand halten, zweitens Mundschutz tragen. Und damit gebe ich zurück nach Frankfurt ins Studio zu Fabian.